Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Assassin's Creed Chronicles in China. Wir wollen mal gucken, wie dieses Jump and Run von Assassin's Creed ist. Und hier gibt es eine einführende Geschichte zu dem ganzen Thema. Generell heißt der neue Hauptschar Shao Yun. Und die war in der chinesischen Bruderschaft, die ist ausgelöscht worden von den Tigern. Das ist eine Templergruppe. Und wir versuchen jetzt, den alten Tempel wieder zu erobern. The box is empty. Or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Okay, und nun gibt es hier ein Hauptziel, nämlich die Flucht, weil wir wollen Ausrüstung finden, Waffen finden, Geräte finden und ein Nebenziel, einen Assassinen-Informanten retten. Time to get out of this cage. Und nun schauen wir mal, wie Assassin's Creed als Jump and Run so ist. Okay, erstmal oben, wie viel Leben haben wir bis jetzt? Ein Lebensbalken. Aus den Gefängniszellen entkommen, den Assassinen-Informanten Hong Liu retten. Das ist die Nebenquest. So, jetzt können wir sprinten. Okay, das kennen wir schon. Wir können klettern. Das kriegen wir auch noch hin. Und wir können in die Hocke gehen. Okay, bis jetzt alles relativ normal. Überspringen. Und dann gibt es Wachen. Und wenn die einen sehen, dann färben sie sich gelb. Und wenn sie dann aggro sind, jo, dann endet es tödlich. Okay. So, nun müssen wir schauen, wie wir dann hier an unsere Waffen kommen und den Informanten finden. Alles, was besonders ist, wird wieder in der Enzyklopädie geschrieben. Okay, jetzt können wir hier ein Rad benutzen. Sehr schön. Sieht auch ganz gut aus. Muss man sagen. Oh, und auch noch nach hinten geht's. Noch eine Ebene. Oh, Hunde. Die bellen, machen Krach. Machen die Wachen auf uns aufmerksam. Und hier sehen wir auch, es gibt wieder die Animus-Datenbank, Shao Yun, 1505 geboren, ist also relativ alt wieder, diese Storyline, also aus dem alten China, mittelalterlich, und diesen Kasten, die hatte, den da am Anfang da angesprochen hat, der Kerl, der sie gefangen hat, der ist von Ezio Auditore, also aus Italien. So, nun versuchen wir hier mal weiterzukommen. Wir gucken uns mal die ganzen Nebenziele und alles an, wenn wir das Spiel relativ gut beherrschen. Also diese ganzen Sammel-Items, die wir haben können, die da gerade eben schon standen. Die Sequenzen, was alles noch so kommt. Das würden wir uns dann also im nächsten Let's Play anschauen, wenn wir erstmal so die Grundbedienung kennen. Sheng Biao finden. Wir sind jetzt aus dem Gefängnis also entkommen. Und wer Sheng Biao ist, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall versuchen wir den jetzt zu finden. Dafür gehen wir hier mal in die Hocke. So, bis jetzt alles noch relativ einfach. Unten steht eine 0. Was die 0 besagt, weiß ich nicht. Mit Kreis lässt man los. Oder mit B lässt man los. Mit X oder A springt man. Also ich spiele hier gerade am PC mit einem PlayStation 4 Controller. Aber da das Spiel die nicht automatisch erkennt, macht Windows da eine Xbox-Controller-Emulation draus. Ich nutze da das Programm Input Mapper
Könnt ihr ja mal nach googeln oder auf meinem Video-Channel nach Input-Mapper suchen. Da habe ich das erklärt, wie das dann funktioniert. Und dann hat man halt die Xbox-Steuerung als Anzeige. Das ist aber das Problem. Da kommt man ab und zu mal durcheinander mit dem, ja, mit dem Viereck und Kreis und X-Tasten. Also das X auf der Xbox ist das Viereck auf dem PS4-Controller. Genug gequatscht. Jetzt haben wir uns hier versteckt. Die Wache ist vorbei. Ja, die wird uns jetzt also nicht mehr sehen. Dementsprechend können wir jetzt wieder hier raus und weitergehen. Okay, verstecken geht also auch. Und Schattengold. Die Art und Weise, wie du einen Levelabschnitt meisterst, wird bewertet und in Abhängigkeit von deinem Spielstil belohnt. Wenn du nicht von Wachen entdeckt wirst, erhältst du mehr Punkte, als wenn du dir deinen Weg freikämpfst. Töte niemanden und lass dich nicht sehen, um Schattengold zu erhalten. Okay, dafür haben wir 80 gekriegt. 80 Geld, 80 Gold, 80, keine Ahnung, Lire, Yen. Werden wir irgendwann mal feststellen, was das 80 ist. Und also, nicht töten sollen wir. Bleib nicht zu lange in unmittelbaren Nähe von Wachen. Sie werden dich bemerken. Also, habe den Schatten. Über den Köpfen von Gegnern erscheint ein Auge, wenn sie im Begriff sind, sich umzudrehen. Das ist natürlich gut zu wissen. Und in den Schatten kann man sich auch bewegen. Also sobald das Auge kommt, werden sie sich bald umdrehen. So, das war wieder ein Goldschatten. Entdeckt worden, 0, Alarmierungen 0. Und dadurch haben wir wieder 80 bekommen. Jetzt haben wir 160, das ist doch schon mal gut. Jede Wache verfügt über eine Wachsamkeitsanzeige. Halte dich von ihnen fern, um sie nicht zu alarmieren. Gut, Pfeife um in Ablenkung. Ah, Pfeifen geht auch. Dafür halten wir hier oben L1 oder LB fest. So, dann müssen wir den Radius vergrößern, damit wir lauter pfeifen. Und dann müssen wir R drücken. So, okay, Radius vergrößert. So, und dann R1, RB. Ah, jetzt hat er mich da gehört, dann geht er da hin. Und er guckt nicht mehr hier vorne raus, deshalb kann ich hier ganz normal weitergehen. Super, schon wieder keinen getötet, Schattengold. So, drücke X für ein Attentat. Also, schleichen wir hin. Jawohl. Ui. Neue Animus-Benachrichtigung. Ui, Aktion beendet. 10 U-Play-Punkte, Assassine. Drücke B, um die Leiche aufzunehmen. Und dann können wir die hier in dem Versteck wegpacken. So, ihn da oben müssen wir jetzt wieder ablenken mit dem Pfeifen, weil wir müssen da durch diese kleine, durch diesen kleinen Tunnel dort. Ja, jetzt guckt er weg und schnell durch und zack, geschafft. Schattengold, obwohl wir einen gekillt haben. So, was ist das? Shangyungs Shengbiao. Ach, Shengbiao ist eine Waffe. Ich dachte, das wäre ein Kerl oder sowas. Okay, dann haben wir die Waffe. Und jetzt wollen wir noch ein besonderes Schwert finden. Ah, Vorsprungkills gibt es auch noch. Sehr schön. Und den Kerl können wir jetzt hier in die Truhe packen. Dafür können wir den aufheben. Moment. Ich bin hier gerade so ein bisschen mit meinem Controller am rumprobieren. So. Und hinein mit ihm. Jawohl. Damit ist er auch nicht mehr sichtbar für andere Wachen. Weiter geht's. Attentatziele zählen bei den Stilnoten nicht. Okay. Die, die man also töten soll, die zählen nicht dazu. Dann nehmen wir den doch sofort mal hier ins Dunkle. Zack. Wenn du an... Oh, das ging zu schnell. So schnell konnte ich nicht lesen. Also, wieder Schattengold geschafft. Weiter geht's. Oh, da unten. Drücke R, um das Adlerauge zu aktivieren. Ah, schön. Mit dem Adlerauge siehst du den Patrouillenweg einer Wache in Orange. Einer Waffe? Ne, einer Wache. Genau. Und das Adlerauge gibt es ja auch in dem normalen Spiel. Jetzt gehen wir mal hin und tun mal Attentat. Nee. Oh, wow, jetzt aber richtig. Der hat mich aber im Visier. Nein. Also so geht's nicht. Man kann also nicht so aggro hingehen. Ich konnte nämlich jetzt irgendwie gar nicht das zweite Mal angreifen. Den zweiten. Weil der mich wohl schon im Visier hatte. Also so richtig kämpfen hat nicht geklappt.
daher versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Wir müssen jetzt also gucken, dass wir die beiden Wachen irgendwie so ablenken oder dass die so weggucken, dass ich da in dieses Versteck rein kann. Vielleicht muss ich dafür einen töten und dann ins Versteck oder den ins Versteck dann schubsen. Ich gehe mal vorsichtig hin. So, Attentat. Oh, und der andere dreht sich schon um. Das war zu knapp. Ah, jetzt hat er mich auch. Ja, er hat mich. Ja, okay. Das hat auch nicht geklappt. Also, das war nicht das Richtige. Wir müssen es noch anders machen. Die zweite Wache sieht einen also dann doch, weil die sich relativ zügig umdrehen. Bedeutet, es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Ja, man muss das Spiel ja erstmal beherrschen. Irgendwann geht es dann ganz flüssig. So, aber es ist schon sehr schleichintensiv. Ist ein bisschen anders als das normale Assassin's Creed. Da kann man ja einfach reingehen und alles wegbratzen. Aber hier muss man wohl wirklich schleichen, damit man vernünftig weiterkommt. Ist so ein bisschen Prince of Persia-like. So, jetzt habe ich mich in den Schatten verkrochen. Soll ich ihn jetzt töten oder gehe ich weiter? Nee, ich warte, bis sie sich alle umgedreht haben. So, und jetzt schnell weg hier. Ja, wunderbar. So ging es also. Schattengold. 560 habe ich schon. Mal gucken, wo ich das bald mal einsetzen kann. Und jetzt. Benutze Knallkörper, um Wachen zu betäuben. Werde den Knallkörper dann wie mit dem Pfeifen irgendwo hinschmeißen oder so. Ah ja, okay, hier kann man jetzt zielen. Ja, die Wache ist betäubt und wir können wieder weitergehen. Wir hätten aber auch bestimmt pfeifen können, oder? Naja gut, haben wir es erstmal mit dem Knallkörper erledigt. Ist ja auch nicht schlecht. So, wo kommen wir jetzt? Wenn Wachen sich unterhalten, sehen sie nicht, was hinter ihnen passiert. Du deckst meinen Rücken, ich deck deinen Rücken. Das habe ich jetzt verstanden, was sie da erzählen, aber... Ein Attentat kann ich gerade nicht machen. Ja, was heißt das jetzt? Also wenn ich jetzt hier hoch weitergehe, dann stupse ich den an. Und dann wird der Rechte mich ja sehen. Die gucken doch durch, oder nicht? Kann man sich hinter den Wachen komplett verstecken, soll das heißen? Dann würde ich sagen, kletter ich mal weiter hoch. So. Und... Ah, da ist wieder was. Wofür ist das? 640? Jo. Wofür ich das jetzt aufgehoben habe, weiß ich nicht genau. Es hat sich nichts verändert. So. Tatsache. Die sehen einen nicht, weil sie irgendwie so breit sind, dass der Gegenüber einen nicht sieht. Ja, cool. Okay, muss man ja auch erstmal wissen. Das ist ungewöhnlich. So, da sind wieder Wachen. Die sehen mich jetzt hinter der Kiste nicht. Die Sichtlinie ist abgeschnitten. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da schnell hinter denen hergehen. Hier ins Versteck. So. Also das scheint sehr einfach zu sein, jetzt hier der Punkt. Ist einfach nur ein Raum, wo die beiden hin und her laufen. Man sieht ja wieder, wo die lang gehen. Jetzt schnell weg. Und zack. Eine Munitionskiste. Aber Munition habe ich voll. Und oh, jetzt sind es viele Wachen. Drei Wachen. Da ist das Schwert, was ich suche. Die Quest könnte jetzt abgeschlossen werden. Ja, eine kleine Ablenkung. Soll ich da vorne jetzt mal was hinschmeißen und die gucken da hoch? Bringt das was? Nö, das bringt nichts. Hier unten drunter schmeißen? Ne, dann habe ich es genau dahin geschmissen, wo ich bin. Also unten drunter schmeißen kann ich es nicht. So, die sind ganz verwirrt. Ich glaube, ich muss den Knallkörper... Oder kann ich ein Attentat machen? Ne, kann ich nicht. Ich kann jetzt nicht killen. Ist gerade nicht möglich. Ich drücke alle Knöpfe und jetzt habe ich gesehen. Ja gut. Okay. Ich dachte, man kann immer mal so ein Attentat machen. Das kann man aber wohl nicht. Also müssen wir doch mit dieser Ablenkung hier weiter vorgehen. Das Schwert finden. Das ist das nächste, was wir machen wollen. Und dann muss ich mal schauen. Dann mache ich jetzt mal hier das mit den Knallkörpern und schmeiße die wieder auf den. Dann ist der betäubt. Die sehen das dann aber.
Ja, der eine hat sich umgedreht, der andere auch. So, jetzt probieren wir es mal. Und... So, der ist betäubt. Und jetzt schnell hier ins Versteck. Oh! Er hat mich aber... Der war nicht lang genug betäubt. Er hat gesehen, wie ich irgendwo verschwunden bin, aber nicht so richtig. Jetzt gucken sie alle... Ein Glück gucken sie nicht in mein Versteck rein. Ich darf gar nichts sagen. Moment. So, jetzt gucken alle weg. Jetzt aber schnell raus hier. War nur Silber, weil einmal bin ich entdeckt worden. Aber jetzt habe ich das Schwert. Meine Rache kann nun beginnen. Das ist doch mal eine coole Aussage. Ui, jetzt können wir kämpfen. Also, hin und Kreis drücken oder B drücken, dann block ich. Das ist wichtig. So, blocken funktioniert gut. Habe ich verstanden. Okay, gibt's noch was? Eine Rückenrolle, also blocken, also Kreis und dann X. Oder B und dann A, wie man es auch sagen will. Ja, hat geklappt. Na toll, die dreht sich ja gar nicht automatisch um. Hä, ich kann mich nicht umdrehen. Na, dann blocke ich mal rückwärts. Geht das? Jawohl. Und wieder X. Ne, da war zu langsam. X. Ah. Oder A. Komm, jetzt. Ah, sehr schön. Ja, jetzt geht's. Jetzt habe ich's auch. Okay, jetzt wird hier mal richtig gekämpft. Show me how you strike with your sword. Good. Standard attacks are quick, but they deal little damage. So, Standardangriffe, langweilig. Yo, Y, Dreieck, schwere Angriffe, sehr schön. See, the enemy is now weakened. Finish him. Ui. Und er ist weg. So, jetzt müssen wir ein bisschen hier trainieren, wie es aussieht. Mein Meister. Dieses Kostüm ist übrigens auch in Assassin's Creed Syndicate drinne. Dann läuft man richtig mit diesem chinesischen Kostüm rum und hat damit die Verbindung zu Assassin's Creed Chronicles China. Your training is complete for now. Ezio Auditore in der Datenbank. Und ich würde sagen, die Datenbank schauen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall mal an. Wir schauen uns auch an, was für Nebenziele es gibt, was für Sammelitems es gibt, wie wir hier jetzt diesen Assassinen-Informanten finden, wann das Level dann auch irgendwann beendet ist. Das sehen wir alles im nächsten Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like da, weil ich muss das natürlich einschätzen. Da ist er. Den müssen wir befreien. Ich muss natürlich einschätzen, ob es euch Spaß macht oder nicht. Ich habe ja auch noch Assassin's Creed Rogue und Assassin's Creed Syndicate auf meinem Kanal am Laufen. Also wenn hier jetzt ein paar Leute sagen, das gefällt ihnen, dann werde ich hier auch weiterspielen. Und dann gucken wir mal, wie das Assassin's Creed sich noch so entwickelt in Jump'n'Run-Format. Dann macht's mal gut. Bis demnächst. Bye, bye.